Herzlich willkommen zu einem Video. Heute, wie angedroht schon, gucken wir uns nochmal die gesamte Welle von den Speed Champions an. Was so die Highlights sind, was so die Schwachpunkte sind. Und ja, stehen sie einmal alle 7 Speed Champions dieses Jahr. Ja, also außer es kommen noch, es sind ja noch so zwei angedeutet, dass sie kommen können. Mal schauen, lass uns da mal überraschen. Ja, ich finde es ist an sich eine gute Welle. Und ich finde, sie haben diesmal die Setgrößen sehr schön gemacht. Es sind einfach die drei kleinen und zwei doppelte und fertig. Nicht wie letztes Jahr hatten wir drei kleine, einen doppelten, genau einen doppelten und den einen doppelten, der aber preislich komplett durchgeknallt war, den ich euch noch nicht gezeigt habe. Ich finde, das ist dieses Jahr sehr schön entspannt. Wenn man jetzt sich die Sachen alle zum UVP kauft, haben wir ja hier 40, 40 und jeweils 20. Das heißt, wir sind dann am Ende bei einem Preis von 140 €. Das geht noch. Wenn man sich die im Rabatt kaufen will, die kleinen, hier wird man immer zwischen 15 und 17 € kriegen. Den wird man für um die 30 € oft bekommen. Und hier muss man mal gucken. Der liegt bei 40 € und ist exklusiv bei Lego. Muss man mal gucken, ob der mal zu Müller, gleicher Kaufhof oder so geht. Und dann vielleicht mit 20 für 25% Angebot ist, dass man sich auch mal für 30 mitnehmen kann. Das muss man mal gucken. Sonst ist der natürlich der teuerste von der ganzen Reihe. Ja, ich räume die Kartons mal kurz hier auf Seite. Die sind gerade uninteressant. Es geht ja mehr um die Autos jetzt hier. Ich fand es so schön, so als Anfangsbild. Und ja, noch kurz, wenn man sich alle hat, einmal hier so einen dicken Stapel Anleitungen. Ich finde immer schön, dass es die gleiche Größe ist. Und bei den doppelten Packs finde ich auch schön, dass sie jetzt immer zwei Anleitungen reinpacken, dass man zum Beispiel zusammen das machen kann. Jeder baut ein Auto oder so. Das ist ganz nett. Und irgendwie sind manche Anleitungen wie zwei Seiten zu dünn, dass sie gebunden sind, aber komm, das ist kein Problem. Was Lego nur macht, muss man halt sagen, abgesehen davon, dass viele Sticker bei Speed Champions sind, dass die mittlerweile dazu übergegangen sind, Sticker am fertigen Modell anzubringen und nicht, wie sie es teilweise noch machen, hier so im Bau, sondern dann näher. Ich muss jetzt mal eine Seite finden, das war jetzt spontan, dass ich einfach diesen Wagen hier genommen habe. Komm schon. Ja, zum Beispiel hier, sondern am fertigen Modell. Gefällt mir nicht so gut. Ich hätte es gerne lieber auf den Teilen selber, aber das kann man ja machen, wie man möchte. Wenn man das will, kann man sich ja die Teile abbauen. Ist ein bisschen mehr Aufwand. Es geht. Ich fand es vorher schöner, aber ich verstehe, warum man es so macht. Weil da hat man mehr Baufluss und dann kommt einmal der Block an Stickern. Das verstehe ich. Das ist Geschmackssache einfach. Ja. Hier stehen dann einmal alle Sets. In der Set-Reihenfolge, glaube ich, sogar auch richtig. Genau, ja, ich meine, es ist die 6, 7, 8, 9 und 10. Ja, welches jetzt mein Highlight ist? Puh, gute Frage. In den Countach haben sie sehr schön gemacht. Der Project One finde ich auch Hammer geworden. Und der GT3. Natürlich, mein Herz schlägt für ihn hier. Aber die Probleme an ihm haben wir ja gezeigt. Ja, habe ich euch ja schon mal erzählt. Ich finde halt leider hier den Hexboiler zu schmal. Und die Nase hängt mir zu hoch, eine Noppe, die müsste eine tiefer. Ich müsste mal gucken, ob ich das vielleicht umbauen könnte, weil man könnte das hier eine 1x2-Plate darunter, die könnte man auch wegmachen, das Ganze tiefer legen. Bei ihm gucke ich nochmal, ob ich ihn ein bisschen tune, weil auch so unten die 1x5-Plate gefällt mir nicht. Das ist ein bisschen das Problem an ihm. Er ist besser als die Technik-Variante, das ist gar keine Frage. Was auch hier Unmengen verbaut sind 1x5-Plates. Ich weiß nicht, die waren irgendwie neu. Ich habe sie, glaube ich, bei Lego noch nicht verbaut gehabt. Sind hier unendlich viele drin, dadurch sind die Autos auch nochmal einen Ticken besser geworden, finde ich. Und ja, also mein Highlight ist, würde ich sagen, der Project One, weil ich habe am Anfang gedacht, der ist nicht so gut gebaut, aber der ist, wenn er fertig ist, wirklich, wirklich gut. Das ist halt ein Top-Set, leider exklusiv. Der GT3 hier ist auch Hammer geworden. Aber ich würde sagen, was sie am besten vom Original treffen, ist der Ferrari. Den treffen sie am besten im Vergleich zum Original. Ich habe halt nur keine wirkliche Verbindung zu dem Auto. Deswegen ist jetzt nicht unter meine Highlights gerutscht. Bei der Nase hatten wir ja gesprochen im Video. Ich weiß nicht, ob die richtig ist oder ob die einen Ticken weiter nach vorne müssen. Was ich auch gut finde in dieser Welle ist, dass sie alle Cockpitscheiben, also immer hier die, bedruckt haben. Er hat ja keine. Und dass sie auch mehr Drucke drin hatten generell in dem Modell. In den Modellen. Dem Modell waren hier ja die bedruckt, das bedruckt und Fahrerlogos sind bedruckt. Hier haben wir hier den Druck und hier. Hier ist nur die Cockpitscheibe, meine ich, bedruckt. Ah ja, und die Reifen natürlich. Hier haben wir die Drucke hier drauf und hier.
Und das AMG-Logo hier vorne. Wir haben ja sogar jetzt Logos von Marken bedruckt hier drauf. Ferrari-Logo gab es ja schon ein paar Mal. AMG-Logo haben wir jetzt hier drauf gedruckt. Die Mercedes-Stern hier ist gedruckt. Gut, die Luftanlässe, da sind gut die Reifen. Pirelli-Logos drauf. Hier ist nur das Valkyrie bedruckt. Und die Scheinwerfer. Ich glaube noch irgendwas hinten. Hier ist Aston Martin aufgedruckt und hinten drauf ein Aston Martin-Logo. Also wir haben jetzt die Logos drauf gedruckt. Das war ja bei Lego sonst nicht. Ich finde anscheinend, dass der Mercedes-Stern nicht gedruckt ist. Aber es ist mega auf hohem Niveau. Stickermäßig finde ich, geht es bei den meisten Sales, außer die beiden eskalieren komplett. Und der eskaliert sehr in den Stickern. Ich finde, die anderen gehen. Vor allem ist da er hier relativ entspannt. Also die beiden sind bei Stickermäßig relativ entspannt. Er geht, er hat mehr Größe. Na gut, ich glaube, also die beiden sind die entspanntesten, dann kommt er. Die eskalieren komplett. Er ist eskaliert und er ist auch noch okay. So, aber ich komme da mal zu dem Punkt, der mich bei den Speedständen stört und ich bin nicht sicher bin. Ich weiß nicht, ob er mich stört oder nicht. Es sind die Scheinwerfer hier überall. Wir haben sie hier in dem Modell, hier, hier und hier. Ah ne, warte, ich wollte ja noch kurz, bevor wir dazu kommen, ich habe euch gerade meine Highlights gesagt und jetzt dann noch natürlich mein Lowlight quasi, ist der hier. Ist einfach der Lotus. Man kann ihn einfach nicht umsetzen, so wie er ist, weil der ist ein sehr elegantes Design, sehr glattes Design. Das kannst du aus dem Lego nicht bauen. Sie haben es versucht, nicht getroffen. Keine Chance. Der Designer hat seinen besten Job abgeliefert. Es geht einfach nicht. Da hätte die Marketingabteilung oder irgendwas besser machen sollen. Top getroffen finde ich immer noch ihn. Und die anderen sind in Ordnung. Und der Countach ist auch sehr gut getroffen. Weil es kantige Autos, das sind kantige Autos, die triffst du mit Lego. Genauso wie den Audi S1. Der hat den Lego auch perfekt getroffen, weil er kantig ist. Und sie können ihn dadurch sehr gut umsetzen. Noch, wer am meisten Spaß gemacht hat im Bau, natürlich für mich als Fan eher hat Spaß gemacht, aber ist jetzt nicht der spaßigste Bau. Er hatte coole Lösungen drin. Bei ihm war auch ein bisschen was Spannendes drin. Er hat Bock gemacht zu bauen, aber jetzt im Nachhinein fand ich dann ihn doch cooler. Er macht auch Spaß im Bau, weil sie im Heck das Heck so schön treffen. Das macht dann Spaß zusammen zu bauen. Und die Front. Das macht sehr viel Spaß. Nur, was mich manchmal wundert in den Sets, die verbauen von Hinges, also wenn man hier sowas bauen will, teilweise nur das untere Stück, wo du halt oben die Noppen reinklimmst, verbauen die nur, da klippen sie dann nichts rein und verbauen einfach oben wieder eine Platte drüber. Ich verstehe nicht, warum sie es machen. Einfach um den Platz zu füllen, damit nichts bricht. Ich weiß es nicht, aber hier sind oft Hinges drin, die nicht benutzt werden. Das verstehe ich nicht ganz, aber. Ist okay. Oh, sollen sie so machen, wie sie wollen. Aber kommen wir zu den Scheinwerfern. Räumen wir auch mal die Autos aus dem Weg, die nichts mit den Scheinwerfern zu tun haben. Die sind bei der Diskussion komplett irrelevant. Was ich auch cool finde, dass sie die Scheinwerfer auch benutzt haben, um andere Details zu bauen. Hier zum Beispiel das Detail ist über den Scheinwerfer gelöst. Das finde ich cool. Dass sie sie nicht nur für Scheinwerfer einsetzen, aber er ist halt hauptsächlich für Scheinwerfer eingesetzt. Ganz klar. Dafür sind die Teile entwickelt worden und treffen die Form auch. Nur das Problem ist, bis jetzt waren bei Speed Champions immer die Scheinwerfer anders gebaut. Bei jedem Auto wurden sie leicht anders gebaut. Na gut, ich gucke mir gerade zwei Autos an, da wurden sie exakt gleich gebaut. Aber ja, der Vorteil bei den Scheinwerfern, die wir jetzt haben, ist, dass sie abgerundet sind, klar, und sie sind immer bedruckt. Das sind die Vorteile. Die Nachteil, der nach große Nachteil ist natürlich, dass die bei allen gleich aussehen. Dann hast du nicht, wie zum Beispiel bei dem Supra hier, was ich auch ein sehr toll getroffenes Auto finde, dass du diese länger gezogenen Optik hast von dem Scheinwerfer. Wenn du diesen Scheinwerfer nutzen könntest, hättest, könnte man ihn nur zwei breit hier bauen. Da hätte der Lego nicht die Option, da wird er wahrscheinlich ungefähr so aussehen. So hast du die über drei. Klar, da hast du drei Sticker und keinen Print, aber dafür hast du die Optik vom Auto schöner getroffen. Aber zum Beispiel bei dem Ford GT hier haben sie auch nicht das Ding benutzt. Könnte man auch hier drauf bauen. Gut, hier ist es ein bisschen schwerer, weil es angemäkelt ist. Ja, ist ähnlich wie hier. Also man könnte es auch so bauen. Aber sie sind auch die Scheinwerfer benutzt, die auch perfekt treffen das Modell. Hier sind es Prints. Also auch wieder anders gebaute Scheinwerfer. Und dann habe ich jetzt, was mir nicht aufgefallen ist, dass die Autos genommen ist. Bei den beiden Modellen sind die Autos Scheinwerfer gleich geworden, das sind nämlich bei dem Ferrari. Hier die Scheinwerfer hier an der Seite.
Hier könnte man auch perfekt einfach diesen Slope nehmen und hier drauf klatschen. Und da hätte man wieder eine ähnliche Optik. Dann würde der Wagen dem hier wieder sehr ähnlich aussehen von der Front. Aber er sieht es nicht, weil er die speziell gebaute Front hat. Wir können es, glaube ich, gerade mal kurz versuchen, ob das jetzt ganz einfach geht. Ob wir jetzt ganz einfach den Slope hier drauf packen können. Es dürfte so gehen, wenn ich den hier noch abkriege. Ja. Und jetzt nehmen wir kurz einfach mal ihn hier und setzen ihn drauf. Es würde gehen. Jetzt müssen wir natürlich hier oben noch eine Fliese drauf packen oder so ein G-Slope. Und schon würde die Optik von dem Auto sehr ähnlich zu der Front sehen, aber dann wieder fast aussehen wie der Aston Martin oder der Lotus. Das ist halt so die Sache. Man kann dadurch sehr einfach Optiken treffen, die auch dann okay aussehen für ein Lego-Modell, weil man halt nicht die optimale Form hat. Aber man hat dadurch auch kein komplett uniques Design mehr. Deswegen finde ich ja zum Beispiel dieses Auto so schön, weil es hier vorne die einzelnen Slopes hat, um die Front zu bauen. Oder ihn auch so schön, weil er auch sich so breit zieht. Das hast du hier nicht. Du hast hier nicht die Varianz. Du hast zum Beispiel auch einen Countach, wo die Front komplett anders gebaut ist. Deswegen macht die Front auch so Spaß bei dem Modell. Der Ferrari, die Scheinwerfer sind komplett aufwendig gebaut. Das hast du hier nicht. Du baust nur einmal kurz die Vorrichtung und klatschst dann den Slope drauf. Und da muss man aufpassen. Ich finde, bei dem Project One und dem GT3 passen sie sehr gut. Bei ihm hätte man es, glaube ich, einen Ticken angenehmer bauen können. Und gut, da brauchen wir nicht überreden. Ich sag ja, die passen sehr gut, aber es sehen die Autos sehr gleich aus. Beim GT3 hätte man es vielleicht noch anders lösen können, damit am Ende das ein bisschen weiter nach hier vorne noch geht. Ich finde, bei ihm passen sie perfekt drauf. Hier hätte man es leicht anders bauen können. Das Auto kenne ich zu wenig, um dazu was zu sagen. Und das ist eh ein Unfall an der Front. Deswegen ist ja auch das Lowlight. Hatte ich doch gesagt, eh, oder? Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher beim Slopes. Ich glaube, sie sind cool, wenn man sie bei wenigen Autos benutzt, wenn sie so bei ein Auto pro Welle, wo sie halt sehr gut passen, drauf kommen. Oder wenn man damit auch so andere Lösungen nutzt, wie hier, so Lufteinlässe hier an der Seite oder Luftauslässe anzudeuten. Dafür sind die cool, weil die haben auch eine coole Form. Damit kann man sowas bauen. Und das trifft es auch bei mehreren Autos für die Seitenform. Oder wenn halt zum Beispiel jetzt hier, also der könnte hier, glaube ich, auch irgendwo sitzen, sehr gut. Oder um hier eine Form anzudeuten. Da kann ich mir die Teile auch sehr gut vorstellen. Aber ich finde, wenn man sie jetzt auf alle modernen Autos als Front drauf klatscht, sind sie nicht das, was sie sein sollten. Dann treffen sie nicht das Ziel, was sie sollten. Ich finde schön, dass sie bedruckt sind, aber die Autos sehen zugleich aus. Aber schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das ist meine gewesen. Ich finde die Welle top. Sehr viele Autos, die ich mag bei. Ich finde, man kann sie sich alle ohne Problem holen. Nur der Lotus. Da muss man sich wirklich überlegen, ob der Hampel, wenn man Lotus-Fan ist, kann man sich holen. Sonst muss man mal gucken. Ich finde alleine, also die beiden sind top. Ihn muss man natürlich auch irgendwie mögen. Ist ja auch so ein Special-Auto. Der Countach ist top getroffen. Der Ferrari ist gut getroffen. Beim Formel-1-Auto kann man diskutieren, wie gut er getroffen ist. Ich mag ihn, deswegen habe ich ihn mir geholt. Ich würde sagen, wir sind durch mit dem Video. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr das nächste Mal verpasst wollt. Bis dahin, bleibt gesund.